ein allerletztes Mal. Also manche Dinge ändern sich wohl nie. Willkommen bei WatchMojo Deutschland und heute wählen wir 10 erstaunliche Fakten über Logan. WatchMojo sind Top-10-Listen, die man sonst in Deutschland nirgends findet, also abonniert uns völlig kostenlos. Für diese Liste schauen wir uns interessante Hintergrundgeschichten zum dritten Wolverine-Film an. Ich weiß, wie diese Geschichten ausgehen. Oh, weil du aus der Zukunft bist. Nein, wegen dieser Dinge. Nummer 10. Er basiert auf dem Comic Old Man Logan. Dieser X-Men-Film ist größtenteils vom Comic Old Man Logan vom Autor Mark Miller und Illustrator Steve McNiven inspiriert worden. Diese Geschichte in 8 Büchern handelt von einem gebrochenen Wolverine in einer postapokalyptischen Welt. Außerdem ist er sichtlich gealtert. In einer nicht allzu fernen Zukunft ist Wolverine gezwungen, sein zurückgezogenes Leben aufzugeben und einem jungen Mutanten zu helfen. Der Film ist keine 1:1 Adaption des Comics, da das Studio 20th Century Fox nicht die Rechte an Hulk oder Hawkeye besitzt. Aber es sind sichtliche Parallelen vorhanden und hoffentlich wird die emotionale und getrübte Stimmung der Story übertragen. Wir haben hier einen X-Men-Fan. Davon ist vielleicht ein Viertel passiert. Aber nicht so. Nummer 9. Weniger Effekte. Die letzten beiden Wolverine-Filme waren ziemlich effektbeladene Actionstreifen. Hier will der Regisseur James Mangold aber eher eine Charakterstudie über die Menschlichkeit des harten Helden. Wolverines verletzliche Seite soll erkundet werden, zeigen, dass er noch mehr als nur ein unzerstörbarer Actionheld ist. Es tat weh. Um diese tiefere Wirkung zu erreichen, werden erheblich weniger Effekte und Bluescreens eingesetzt. In einem Interview mit Empire sagte Hugh Jackman, es ginge im neuen Film um einen Mann, der mit seiner Sterblichkeit und seinem Vermächtnis fertig werden muss. Und der Frage, ob die Welt durch ihn besser oder schlechter geworden ist. Durch weniger Effekte und einer tieferen Charakteranalyse könnte dieser Wolverine viel intensiver werden. Nummer 8. Verbindung zu Walk the Line. Der Regisseur James Mangold hat auch im 2013er Film Wolverine – Der Weg des Kriegers Regie geführt. Aber außerhalb der Welt der Mutanten ist er vielleicht am besten für seinen Film über Johnny Cash – Walk the Line bekannt. Also ist die Musikwahl im Trailer mit Johnny Cash und Hurt kein Zufall. Was ist sie? Sie ist wie du. Fast genau wie du. Aber es ist nicht nur ein netter Bezug zu Mangolds vorherigem Projekt, sondern die Musik passt perfekt zu den gezeigten Bildern. Sie unterstreicht das Gefühl der Isolation, Trauer und dem Wunsch nach Erlösung. Das Lied transportiert die Zerrissenheit einfach fabelhaft. I would find a way. Logan, du hast immer noch Zeit. Nummer 7. Patrick Stewarts erster großer Auftritt in einem Wolverine-Film. 2 Tage unterwegs, nur eine Mahlzeit und fast keinen Schlaf. Sie ist 11 und ich verdammte 90. Patrick Stewart feierte vor fast 20 Jahren im ersten X-Men-Film sein Debüt als Charles Xavier. In all den Jahren war er Wolverines Mentor und Freund. Aber aus irgendeinem Grund hatte er noch keinen größeren Auftritt in einem seiner Solo-Filme. Außer einen kleinen Gastauftritt jeweils am Ende der beiden. Ihr seid jetzt in Sicherheit. Also konnte keiner dieser Filme ihre zwischenmenschliche Beziehung untersuchen. Aber dieser Film ändert das auf dramatische Weise. Charles ist alt geworden und gebrochen und kann seine Mutantenkräfte kaum noch kontrollieren und leidet auch noch dazu an Alzheimer. Und da Wolverine seinen alten Freund pflegt, wird er auf dramatische Weise mit dem Altern konfrontiert. Charles, die Welt ist nicht mehr, wie sie war. Mutanten gibt es nicht mehr. Nummer 6. Patrick Stewarts letztes Mal als Professor Xavier. Sie braucht unsere Hilfe. Es wird jemand kommen. Jemand ist gekommen. Wo wir schon bei Patrick Stewart sind, sollten wir hier auch erwähnen, dass es höchstwahrscheinlich sein letztes Mal sein wird, in dem er in die Rolle des Professor Xavier schlüpft. Das zumindest sagte er in einem Interview mit dem britischen Fernsehsender ITV. Er meinte aber auch, dass man sich bei Science Fiction nie wirklich sicher sein kann, ob und wann es wirklich zu Ende ist. Was man ja auch schon eindrucksvoll in X-Men 3, der letzte Widerstand, gesehen hat, in dem er im gleichen Film einmal umgebracht und später wiederbelebt worden war. Wie ist das möglich? Wie ich dir schon vor langer Zeit gesagt habe, du bist nicht der Einzige mit besonderen Fähigkeiten. Aber selbst wenn es das Ende wäre, haben wir immer noch den fantastischen James McAvoy. Oh, diese unterschiedlichen Zeiten sind aber auch so verwirrend. Das wird also einmal aus uns werden. Eric hatte recht.
Die Menschheit tut uns dieses Grauen an. Nummer 5. Hugh Jackman hat Abstriche beim Lohn gemacht. Ich weiß, was du bist. Du hast dein Geld verloren. Wenn du so weitermachst, verlierst du noch was anderes. Für X-Men Wolverine hat Hugh Jackman den Angaben nach 20 Millionen US-Dollar bekommen. Und das gleiche nochmal für den zweiten Wolverine-Film obendrauf. Für Logan allerdings war er mit erheblich weniger einverstanden. James Mangold sagte das während einer 40-minütigen Testvorstellung. Nach seinen Worten wäre es nur so möglich gewesen, den Film ab 16 freizugeben. Wir wissen zwar nicht genau, wie viel Geld er nun am Ende bekommt, aber insgesamt kostet der Film auf jeden Fall 127 Millionen Dollar. Das musst du bezahlen, klar? Durch die niedrigeren Produktionskosten ist auch das Risiko für das Filmstudio geringer. Und nur so können sich die Filmemacher leisten, brutal und blutig zu sein und auf die Einnahmen der ganz jungen Zuschauer zu verzichten. Ihr denkt jetzt vermutlich, mein Freund meinte, das ist ein Superheldenfilm, aber der Typ im roten Anzug hat aus dem anderen gerade einen scheiß Kebabspieß gemacht. Nummer 4. Noch ein Game of Thrones Schauspieler ist mit dabei. In Logan wird der südafrikanische Schauspieler Richard E. Grant den verrückten Wissenschaftler Xander Rice spielen. Er ist zwar nicht vielen Kinogängern bekannt, aber Game of Thrones Fans kennen ihn vielleicht als den reisenden Theaterleiter Itzenbaro. Richard Grant ist tatsächlich der vierte Game of Thrones Schauspieler, der in X-Men-Filmen vorkommt. Ed Skrein, der eine wiederkehrende Rolle in der dritten Staffel der Serie hat, spielt Ajax bei Deadpool. Sophia Turner, die als Sansa Stark berühmt wurde, spielte die junge Jean Grey in X-Men Apocalypse. Und natürlich spielt der brillierende Peter Dinklage den Waffenexperten Bolivar Trask in X-Men Zukunft ist Vergangenheit. Meine Maschinen machen keine Fehler. Was sind sie? Bedeutet das, Logan wird auch eine rote Hochzeit haben? Nummer 3. Es ist eher eine Neuauflage. Jean. Hey, Logan. Logan ist ja der dritte Film in der Wolverine-Reihe. Man sollte ihn aber eher als eine Neuauflage als eine direkte Fortsetzung ansehen. X-Men Origins und Wolverine, der Weg des Kriegers, spielen in der alten Zeitlinie. Das ist eine Menge Blut. Ich dachte, du wolltest nicht mehr den Helden spielen. Nach X-Men Zukunft ist Vergangenheit wurde aber eine neue Zeitkontinuität erschaffen und auch Logan ist Teil dieser neuen Realität, in der auch Deadpool und X-Men Apocalypse spielen. Ach, und apropos X-Men Apocalypse, in der After-Credit-Scene haben wir einen kleinen Einblick in die Handlung von Logan bekommen können. Es kann also als Ende einer Ära angesehen werden oder genauso als neuer Anfang. Nummer 2, FSK 16. Ach du Scheiße. Die großen Filmstudios geben ihre Blockbuster eher ungern erst ab 16 frei, da ihnen dadurch natürlich die gesamte Zuschauerschaft der jungen Jugendlichen verloren geht. Weshalb die meisten großen Filme auch schon ab 12 freigegeben sind. Aber die klassischen Actionfilme ab 16 feiern dank Deadpool auch im Kino ihr Comeback. Ich habe das noch nie gesagt, aber nicht schlimm. Er war ein finanzieller Überraschungserfolg, machte 700 Millionen Dollar Umsatz bei nur 80 Millionen Dollar Produktionskosten. Ich habe nie eine Brieftasche mit, wenn ich arbeite. Macht die Silhouette kaputt. Oh. Aber wie wär's mit einem knackigen High-Five? Viele haben geglaubt, dass Deadpool 20th Century Fox dazu veranlasst hat, Logan ab 16 Jahren freizugeben. Aber der Produzent Simon Kinberg widerspricht diesem Gerücht vehement und meinte, dass der dritte Wolverine schon immer ab 16 sein sollte. Deadpool hat Fox aber sicherlich darin gestärkt, bei der Entscheidung zu bleiben. Heute Abend mach ich's mir selbst. Nummer 1. Hugh Jackmans letztes Mal als Wolverine. Nimm dir einen Augenblick. Ich spüre es. Du hast immer noch Zeit. Logan ist nicht nur Hugh Jackmans 9. Auftritt als Wolverine, sondern sehr wahrscheinlich auch sein letzter. Und dafür gibt es einige gute Gründe. Der offensichtlichste ist wohl, dass er bald hart an die 50 geht. Ich habe viele Kriege überstanden. Hugh Jackman musste sich in den letzten Jahren zudem des Öfteren wegen eines weißen Hautkrebses in Behandlung begeben. Und nicht zuletzt ließ er sich von Jerry Seinfeld inspirieren, der sagte, man solle aufhören, wenn's am schönsten ist. Wer sich einen guten Abgang verschaffen will, sollte nach der höchsten Note von der Bühne gehen. Die Rolle des Wolverine machte ihn zum Superstar. Und er spielte sie genau 17 Jahre. Hoffentlich bekommt er eine gebührende Verabschiedung und einen würdigen Nachfolger. Aber dieses Thema schaut ihr euch besser in unserem anderen Video an. Ja, los, verpisst euch wieder. Was hältst du von der Liste und welche Fakten fandest du am interessantesten? Für noch mehr spannende Top 10 Videos abonniere und teile WatchMojo Deutschland. So sieht das wahre Leben aus. Menschen, die einander lieben.